So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Fable Fortune. Ihr habt wahrscheinlich gerade das Intro gesehen, was jetzt dazugekommen ist. Und zwar gestern Abend kam ein Patch raus. Das heißt, ein paar Fehler wurden rausgenommen und ein paar Sachen hinzugefügt. Dazu zählt jetzt auch, dass man im Koop-Modus seinen Freund einladen kann. Und wir öffnen erstmal ein Pack, wie bei jeder Folge, und schauen uns an, was wir bekommen. So, Karte Nummer 1 ist eine neutrale Karte, Kalos Master. Big Entrance, return another friendly unit to your hand. Also lässt eine befreundete Einheit wieder auf deine Hand kommen. Dann Red Cap Stabber, after your opponent takes damage, gain plus one strange. Also jedes Mal, wenn unser Gegner Schaden kassiert, dann wird er um eins stärker. Dann haben wir Over Eager Cadet, last love, give a friendly unit guard. Das heißt, wenn er vom Feld gepustet wird, dann wird eine befreundete Einheit geguardet. Dann haben wir wieder eine neutrale Karte, Prison Jailer, Morality 2, transform this unit. Also auf Moral Stufe 2 verändert sich diese Karte. Und da haben wir Undead Footman, auch eine neutrale Karte. After Friendly Hollow Man dies, gain one strength. Also sobald eine untote Karte stirbt oder vom Feld genommen wird, gepustet wird, wie auch immer, dann wird diese Karte auch stärker, kriegt mehr Angriff. Das ist sehr schön. Ich freue mich natürlich, dass gestern ein Patch rausgekommen ist. Ich habe mich nur furchtbar geärgert, dass sie jetzt ein Intro gemacht haben. Dass sie jetzt gesagt haben, hey, das Spiel könnte mal sowas wie ein Opener gebrauchen. Und ich finde den Opener recht cool gemacht, ganz ehrlich. So, das claimen wir natürlich. Es gibt eine neue Koop-Challenge, und zwar Rosewood. Und ich würde sagen, die spielen wir heute mal, weil sie neu ist. Und wir haben noch 22 Tage für, also bevor PvP Season 1 endet, endet sogar diese Koop-Challenge. Deswegen gucken wir mal, wie viel Glück wir haben. Fängt natürlich wieder alles von Null an. Ich habe gerade keinen Freund, den ich einladen könnte. Deswegen suchen wir einfach einen Verbündeten. Wir spielen wie immer auf Easy. Hab noch keinen Bock, auf die schweren Geschütze zu gehen. Und mir wurde gesagt, ich soll vielleicht mal den... ich werde den Shapeshifter beim nächsten PvP-Event benutzen, weil ich den noch nicht kenne. Bei Koop ist es doch schon wichtig, ein Deck zu nehmen, das wir kennen. Und deswegen werde ich heute nochmal den Knight nehmen. Aber versprochen, nächste Folge, sprich morgen, spielen wir den Shapeshifter. So. Ja, von dem kennen wir ja alles. Und ja, dann mal go. So, The Lady of Rosewood ist natürlich das gleiche Feld wie auch im PvP, weil es das gleiche ist. Wir nutzen unsere Hero Power. Und, okay, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was das ist. Das ist neu. Ah ja, wir sind mal gespannt. Wir sind zusammen mit einem Shapeshifter. Und deswegen schauen wir mal. So. Ja, die Hand gefällt mir. Ja, die kann man nehmen. Ein paar Verbindungsprobleme gerade. Aber wie gesagt, das Spiel ist Early Access. Dass hier Fehler auftauchen, ist völlig normal. So, wir kriegen den Tofu Trader. Und natürlich darf The Lady of Rosewood anfangen. Ah, ich bin mal gespannt. Diese Koop-Matches sind immer ein bisschen... Naja. Sagen wir mal komisch. So. Wir haben 3. Könnt den Tofu-Trader schon benutzen? Möchte ich allerdings eigentlich noch gar nicht. Ich würde sagen, wir greifen erstmal hiermit durch, weil dann kriegt er was dazu. Okay. Setzen wir ihn
und garden ihn. Also viel können wir noch nicht machen am Anfang. Wir warten einfach, was passiert. Ich hätte den Tofu Trader schon einsetzen sollen. Die macht schon extrem Damage. Ich bin gespannt, aber im Moment sieht mir das noch sehr, sehr komisch aus, das Match. Ich muss gleich mal gucken. Ja, das werde ich gleich benutzen, wenn sie jetzt nicht diese beiden Typen hier weghaut. Aber die machen doch schon sehr viel Damage. Ja, das sieht man da sehr, sehr kurzen Runde gerade aus. So, ist halt die Frage. Ihr meint dann nur noch eins, aber dann können wir wenigstens den Beater noch reintun. Ah, nee, wo war denn die Karte? Ich kann den Damage nicht machen? Scheiße. Okay, ja, wir haben ein Problem. Ich werde ihn reinsetzen, garden, den Beater setzen, den Tofu Trader. Und ich werde, ja, ich kann ansonsten nichts tun. Wir könnten angreifen, aber es will nichts nützen. Lieber eine Runde im Leerlauf haben. Du Heilige. Was passiert hier denn? Also entweder ist es schon zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe, oder ich check gerade nicht, was. Also sie muss irgendeinen Effekt haben, der extrem ist. Weil warum sollten sonst alle unsere Karten vom Tisch gefegt werden? Das war wenigstens mal ein kluger Zug. Weil wenn der Tofu Trader weg ist, dann haben wir ein Problem. So, okay. Wir können ihn aufrufen. Rufen ihn. Und ja. Beenden die Runde. Wir sehen, so langsam heilen wir uns wieder hoch, aber auch nur langsam. Ihr wollt mich doch gerade fertig machen, oder? Egal was ich gerade mache, alles geht kaputt. Ich kann nichts aufbauen. Ich meine, ich bin doch auf Koop leicht gegangen, oder? Ich wollte mir mal wieder was Gutes gönnen und einen Sieg einfahren. You can't swing a cat without hitting an outlaw these days. Ich glaube, das war's jetzt mit dem Tofu Trader. Oder auch nicht, oder auch nicht. Okay, hätten wir noch drei. Andererseits. Ja, wir müssen hier mal irgendwie was tun.
Jetzt wird gepinkt. Yes, my lord. Ja, dann hauen wir raus. Also sie scheint hier eine extrem geile Kaste zu haben. Die One Damage to All Enemy Units. Damit wäre ja schon mal einer von denen weg hier. Und dann könnte ich halt gleich mit diesem hier kommen. Sehr schön. Okay, wir können wählen. Ich würde sagen, wir gehen auf gut. Alles klar. Finde ich irgendwie cool, dass die Shapeshifterin sich so ein bisschen in den Belverine selbst verwandelt. Das hat was. Was ist das hier eigentlich? Ach so. Alles klar. So, ich darf. Wir gehen, glaube ich, jetzt mal hier drauf. Sehr schön. Und jetzt... Achso, sie ist noch nicht fertig. Ich dachte, ich wäre dran. Ich dachte, es wäre mal mein Zug. So, jetzt bin ich dran, ne? So, um das Feld mal aufzuräumen. Wo bist du hier? Ja, komm. Weg mit euch. So, ich habe noch zwei. Okay, habe ich gerade die falsche Karte gelegt anscheinend. Dann machen wir jetzt mal Schaden. Wäre doch nicht viel. Und beenden die Runde. Ja, ist klar. Verteidigung 8. Einfach so auf der Hand. Willst du mich doch verarschen? Oh mein Gott. Also manchmal denkt man sich auch so, woher? So, da, du hattest zwei Karten auf Hand und das ist eine davon gewesen? Okay, hat auch 8 gekostet, ne? Oh, Logan. Okay. Logan ist der König in Faber 3, deswegen, das sieht mir schon nach einer sehr, sehr heftigen Karte aus. Aber es sieht auch aus wie ein Beta-Spieler, wenn ich mir die Karten so anschaue, die unser Koop-Partner hat. Ja, ist klar, du hast die Karte nochmal. Ist. Okay, alles weg. Schauen wir mal. Wir können ihn auf jeden Fall reinhauen. Und dann würde ich auf jeden Fall den noch reinhauen. Und schilden. Ja, mein Hals. Ich bin halt immer noch angeschlagen. Deswegen tut es mir leid, wenn meine Stimme so aussieht, aber ich versuche gerade mein Bestes in diesem Match. Aber dieses Match scheint gerade so ein bisschen, erst auch so aus, als wenn wir relativ früh verlieren. Jetzt ist es eher so, dass sie, also dass unser Gegner weniger Lebenspunkte hat, aber irgendwie die Kartenhand behält, obwohl sie nur eine Karte hat. Die ganze Zeit.
Wo ziehst du es aus dem Arsch? Das kann ja nur dein Effekt sein, der 2 kostet. Das Problem ist, ich will halt ein relativ hohes Feld haben. Ne? Damit ich dann entweder mit ihm hier ihn hochleveln kann oder mit ihm alle anderen pushen kann. Das ist gerade das Einzige, was Sinn macht, meiner Meinung nach. Ja, wenigstens setzt du meine Bauern gut ein. So. Mal schauen, was jetzt folgt. Oder ob ich darf. Da. Woher kommen die Karten? Da kann ich doch fast wieder vergessen hier. Okay, Filmslooter. Immerhin etwas. So, ist halt die Frage. Wollen wir Logan pushen? Oder wollen wir warten? Mit ihm würden wir auf 8 kommen. Das ist mir eigentlich noch zu wenig. Aber wie viel kostet der? Er kostet 6, ne? Das heißt, wir können eine mit 3 reinhauen. Und dann ihn reinhauen. So, sehr schön. Dann kriege ich die Karte. Geh wieder auf gut. Und würde sagen, Logan. Hallo? Ich darf Logan nicht benutzen. Achso, sie muss noch auswählen. Bahnen wir uns hier einen Weg durch. Sehr schön. Und beenden die Runde. Wie gesagt, merkt euch, eine Karte da oben, die wurde gerade gezogen. Wo kommt die Karte her? Wo? Wo kommt diese Karte her? Das werden wir demnächst eben öfter benutzen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, woher unser Gegner die Karten bezieht. Das kann doch nicht alles Effekte sein von anderen Karten. Vor allem immer die gleichen. Sehr schön. Sind wir doch noch zum Sieg gekommen. Aber, wie gesagt, bisschen merkwürdig, woher unser Gegner seine Karten bezieht. So, wie gesagt, hier verändert sich irgendwie nichts, aber okay. 3 Medaillen für den nächsten Reward. Und wir haben eine bekommen. Okay. Dann würde ich sagen, war's das auch für diese Folge. Die Aufnahme geht auch schon wieder knapp 25 Minuten. Naja, und ihr habt gesehen, es wird am Spiel gearbeitet, es sind neue Sachen dazugekommen, wenn auch nicht viele, aber der Early Access ist nicht umsonst, es wird wirklich an diesem Spiel weitergearbeitet und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Fable Fortune wieder, wenn ihr denn Zeit und Lust habt. Also macht's gut und bis dann.